So, by the way, kann mich mal notfalls einer von euch nach 30 Minuten daran erinnern, dass ich auf YouTube gucke? Zeigst du nichts mal wieder verraff, so wie die letzten drei Mal? 2033? Ja. Erst sich einrichten. Aber das Problem ist, ich darf dann immer die ganzen Folgen rausziehen, dann darf ich es geschneiden und allem drum und dran, das ist ur. Ja. Begleitquest? Was für eine Begleitquest? Boah, die ganzen Angeber reiten hier vor mir weg. Also Quest hat jetzt wirklich aber gar keiner. Also nicht mal irgendwie eine zum Teil. Auf meinem Priester hatte ich die 4000 Nadeln, aber da musst du erst eine Vorquest machen. Ein Priester-Twink hast du auch noch? Nein, auf meinen Paladin. Also Main. Auf meinem Paladin gibt es eine Quest und auf meinem Main-Priester habe ich noch eine Klassenquest. Ah, okay. Die ist aber nur für Priesterklassen und dann gibt es 1000 Nadeln, da musst du so einen Rucksack einsammeln. Das musst du dann zu den Elfen bringen. Der Elf sagt, oh, da fehlt eine Seite noch. Und dann musst du das in den Kral gehen und da das dann besorgen. Irgendwie so war das. Musst aber erst eine Vorquest machen mit 1000 Nadeln. Ja, also schätzungsweise zwischen 10 und 20 Minuten, dann stehen wir vor der Instanz. Und es gibt noch zwei Quests in der Uni. Und dann sind es die, die mir Questi anzeigt. Mhm, genau die zwei. Kriegst du beim Eingangsbereich oder droppen die als irgendwie Item? Das war eine gute Frage. Keine Ahnung. Also ich bin gerade reingelaufen, da war jetzt nichts zu sehen, ab direkt hinterm Eingang. Das eine ist eine Support-Quest, da musst du jemanden aus den Hügeln rausführen. Und dann musst du noch einen Anhänger finden und den nach Thanassus bringen. Ah, okay. Leroy wurde heute abkommandiert zu Zulgrub. Alles klar. Und so ein Baby, wenn nicht heute, wann ist dann Zeit für ein Bierchen? Boah, ich kann mir schon mal Wasser auf den Weg, glaube ich, machen, oder? Boah, 2 Millionen Stück. Oh, nee. Shit. Level 9, mit Level 30 hast du das bessere Wasser, oder? Glaube ich, war's. Kann das sein? Hast du herbeigezaubertes Quellwasser, Paddy? Ich hab... Wasser... Achso, du kannst jetzt Magierwasser herbeizaubern. Das Dreier kann ich, ja. Ah, okay, scheiße. Dann, ja, okay. Kacke. Ja, aber dafür können wir uns wenigstens das Wasser als Zaubern teilen. Melonensaft habe ich noch. Ja, ist auch schlechter. Schnell 1-3 her. Was auch noch kacke ist, aber besser als nichts. Das stimmt. Bierchen habe ich nur gehört. Ja, das war klar, dass du das hörst. Firey, guten Abend. Dann bin ich hier richtig. Ich bin aber voll auf AOE geskillt, ne? Du bist ja auf Single-Target geskillt. Was? Hä? Wie? Hä? Was hast du vor? Vor allem, wie willst du dich mit Level 29 auf AOE skillen? Das geht. Ernsthaft? Ja. Kann schon ab 21 auf AOE gehen. Ah, mit verbesserter Blizzard ist ab 21 dann von den Punkten her, oder? Nee. Ich brauche noch ein Level, dann habe ich Eisblock. Ich habe schon verbesserter Blizzard fertig geskillt, dann habe ich stechendes Eis fertig geskillt und habe schon drei und dann habe ich noch Frostkanalisierung auch fertig geskillt. Ah, okay. Jetzt kommt Eisblock und dann gehe ich in Zertrümmern. Ich
Bros, Brost. Ja, treffende anonymen Weizenringer heute. Wobei ich wahrscheinlich danach eh noch umschwenken werde. Ach, was? Herr Rosi, was gibt's bei dir? Wasser. Oh. H2O. Ich hatte letzte Woche bei Zulgerup hatte ich in Allgäuer Büble, glaube ich. Allgäuer Büble Bier, kann das sein? Echt? Ja. Ja. Sauber. Ein richtiges Bild. Wie hat's gemundet? Es war gut. Oh, okay. Ich habe eine, also ich habe so eine, Bier-App, wo man die Biere eintragen kann, die man so trinkt. Ich trinke gerade verschiedene Biere. Und ich habe es, glaube ich, mit 3,2 bewertet von 5. Okay. Das L, guten Abend und vielen herzlichen Dank. Guten Loot, danke, hoffen wir's. Und dir gute Kills. Ich muss sagen, mit Blinzeln ist es ganz gut. Ich habe den einzig wahren jetzt noch hier im Schlepptau. Ich darf nicht so viel blinzeln. Jetzt kommt er nicht hinterher. Ach, hat er sich drangehangen? Das ist natürlich auch schlau. Nee, drangehangen hat er sich nicht. Er läuft schon selber. Ach so. Das sind ich. Können wir uns treffen und ihr nehmt mich dann einfach mit? Ich gehe so lange irgendwas anderes tun. Er hat schon wieder tun gesagt. Du bist auch bei uns da. Heidenai, hallo, guten Abend. Meinung ist noch nicht da, deswegen kann ich noch sagen, was ich will. Fere fragt, wo aus dem Allgäu kommst du, Rosi? Allgäu ist schon spezifisch genug. Allgäu reicht. Ich habe letztens festgestellt, wir haben einen in der Gilde bei uns, also gefallenen Heldengilde, der tatsächlich gleich ums Eck bei mir wohnt. Warte, ich gebe einen Tipp, wo sie herkommt. Sie kommt aus dem Alpenvorland, so. Er wird wohl, wenn überhaupt, später kommen. Ja, alles gut. Jetzt habe ich einen echt guten Tipp gegeben, ne, Rosi? Ja, Alpenvorland ist ja so klein. Hat schon stark eingegrenzt, ne? Ich glaube, da war das Allgäu schon spezifischer als Alpenvorland. Obwohl, ich mache das vor der Instanz, glaube ich. Da ist so viel Wasser hergestellt, dass ich nicht mehr genug Mana fürs Blinzeln habe. Yay. Das ist gut. Was seid ihr denn? Oh, ich sehe schon auf der Aber Map. Wir sind eigentlich prinzipiell fast gleichzeitig angekommen. Ich muss sagen, über Marschen geht es ein bisschen schneller. Ich blinzel nicht. Ja, okay. Ja gut, dann ist es tatsächlich eigentlich gleich. Was haben die für Level? Level 22, das geht ja auch noch. Als ich vorhin kurz reingeschnuppert habe, waren die alle noch grau am Anfang. Algo ist ja nicht so weit weg von mir. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Fede, weil du vorher letztes Mal das Wort Watschen verwendet hast. Das ist halt, tatsächlich, du wem findest... Wem will er denn eine klatschen? Was? Wer? Wem wollte er denn eine watschen? Ach so. Ich weiß nicht, im letzten Stream wollten irgendjemand wollte irgendwie einen... eine klatschen, also watschen. Ne, watschen verpassen, genau. Ja. Hier ist eine Wilddornrose. Ja, wo denn? Oh, ah, da. Es ist sowieso traurig, dass mittlerweile ja mein Offline-Schurke weiter ist als meine Magierin. Hm. Werde ich so. Durch das Elite-Gebiet durchgezogen? Ja, das hat mir gebracht, glaube ich, ein halbes Level fast. Das war, ja, hat sich ja, gelohnt. Ja. Hast du Zeit? Wofür? Ja, ich brauche hier was. Der Mob müsste hier sein. Ich gehe mal in die Tasche nach unten. Ah, da ist er ja. Nee, aber der kann oben und unten spawnen. Das ist ja das Problem. Ich habe die bis jetzt immer nur unten gesehen. Nee, ich hatte die auch schon. Ich habe die tatsächlich bei Guybrush. Mhm. Bei Guybrush im Video. Im Videobeweis. Habe ich sie oben. Okay, gut. So. Ah, guck mal da rein, die Rosi. Hallo. Gleich mal winken.
So, wo ist denn da der Eingang? Rechts. Folge mir nach. Könnt ihr vorher schon mal aufräumen. Ich muss jetzt erstmal noch 10 Millionen Wasser zaubern. Ich zauber momentan 2 Wasser mit Level 31. Das ist nicht viel, oder sind es 4 mittlerweile? Könnten schon 4 sein, am Anfang. Ja, 4 Stück. Ist trotzdem noch kackwenig. Pro Level steigert sich das. Links ist ein Hügel und rechts ist Kral, oder? Ja, genau. Sehr schön. Und wenn man geradeaus runterfällt, ist man tot. Das kenne ich noch. Ich mach da mal Bungee-Jumping runter mit dem Priester. Ja, schön. Mit dem Krieger machst du es leider nicht. Nee, ich mach da Bungee-Jumping, dann mach ich Feder. Ja, genau deswegen. Krieger klatscht einfach auf den Boden auf. Ich hätte dir noch ein Schild geben können. Dann wärst du sogar. Das Problem ist, du hast als Krieger keinerlei Selbsterhaltungstrieb, deswegen bist du auch als Tank gut geeignet. Was eine Zombie-Horde. Wir können daraus eine Zombie-Horde machen. Oh, der war jetzt schlecht. Oder Tom bringt Bier-Horde. Der war noch schlechter. Ich weiß. Wir haben doch gar keinen Tom. Oh, Rosi, ob das gut geht? Klar, der hat vorhin alleine geklopft. Die wollte doch eigentlich nur Wasser herstellen. Sind gleich da. Was? Ich skill noch ein bisschen meine neue Waffe bis. Ah ja. Hier will jeder Waffe skillen, kann das sein? Guter Zeitvertreib. Oh, ich könnte mal Zauberstab wieder skillen, tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, auf welchem Skill, aber ich glaube noch relativ tief sogar. Zauberstäbe, 100, naja, 153 von 155, okay, so tief auch nicht. Nein, der pullte nichts, ich will doch nur hinsetzen und Wasser her. Ich bin Dauer im Kampf. Ah. Nee, wir sind gerade im Kampf, wir sind in der Nähe von euch. Zombie-Horde ist geil, Patent anmelden. Wollen wir tatsächlich, ich glaube, das Problem ist, ich könnte es ja ohne Problem umbenennen, das Minispiel. Ah komm, wir benennen schnell das Minispiel um. Aber ich muss es danach wieder zurück umbenennen. Weil das Problem ist, ich glaube, der ein oder andere wird es nicht raffen. Also jetzt, das Minispiel wird ausgelöst mit Zombie-Horde. So, 38 Wasser erst. Willst du Brot? Ja, bitte. Ach, wird diesmal mein Essen nicht mehr verschmäht? Rosi, was machst du da? Nix Gescheites. Verteidigungswert hochskillen. Einen auf dicke Hose machen und keine haben. Aber ach, liegen, ich heb da ich kann auch. Nichts dick sein. Handel. Reichen 40? Wahrscheinlich. Ja, danke. Ja, ja. Mal ein bisschen Wasser. So, jetzt habe ich 48, das reicht auch nur 10 Meter weit. Was ist denn hier los? Was? Ich habe Bergbau, oh. Ich melde mich schon mal ein für das Bergbauen. Ne? Ich habe Kräuter, ich nehme Kräuter. Rosi, kannst du schon Eisen abbauen? Ja, nee, ich glaube, ich lüge. Kannst nicht? Kann gut, nicht. Dann gehört Eisen mir. Oh, zum Baby, viel Glück beim nächsten Mal. Da drin müsste es auch Silber geben. Silber baue ich auch ab. Aber das kann Rose, glaube ich, auch. Ja. So. Ah, okay. Noch 5 bis 8 Minuten, würde ich schätzen. Danach können wir los. Muss gerade mal gucken. Leute, wo bist du denn? Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich keinen Magier spiele, wenn wir raiden gehen. Das mit Wasser herstellen ist echt abartig. Ach, muss einfach zum Mütterchen gehen. Haben die meisten schon eine halbe Stunde vorher an. Ja, das ist halt, du hast eine Vorbereitungszeit, das ist ja die Hölle.
Ja. Mütterchen lockt sich ein und fängt erstmal gleich an mit Wasser anzaubern. Dann kriegst du mal 120 Wasser ins Gesicht und ist gut. Nach 15 Halben bist du auch ein Zombie. Füße hoch, der kommt flach. Um Gottes Willen. Wenn wir jetzt schon, wir haben 18 nach 8, wenn wir auf dem Niveau jetzt schon anfangen, dann endet das heute nicht gut. Einzige, wo du aufpassen musst mit Wasser holen, ist bei Nuckel, die ist manchmal ein bisschen geistig. Die hat mir für BWL nur 40 Wasser gegeben, das war sportlich. Kannst du dir einteilen? Ja, war sportlich. Ja, rationieren. Zu der Frage mit dem Redstone und der Verzögerung, die Antwort ist ja, das geht, aber frag nicht wie. Das hilft mir sehr weiter. Ich hab's so mittlerweile selbst hingekriegt. Bin dran. Nee, passt. Ich hab eine Lösung gefunden, mit der bin ich zwar nicht glücklich, aber für den Anfang reicht's. Ja, aber hier, Fähre hat schon ausprobiert, Zombierhorde 68 funktioniert. Auch 69. Beinung ist 69. Da denkt man, man wird mal gebraucht und dann ist es ja einfach schneller. Ja, das Problem ist, ich hab heute Mittag, glaube ich, angefragt. Bis dahin, habe ich es mir selbst ergoogelt. Rosi, hast denn PP endlich seit 5 Jahren zu seiner ersten Unitasche gratuliert schon? Nein, das habe ich noch nicht persönlich getan, aber herzlichen Glückwunsch, PP. Danke! Ah, das ist halt echt... wird endlich gut. Ja, ich hab mich. Das sind halt wirklich Dinge, ich hab mich sehr gefreut darüber. Ich hab keine Ahnung, das war mein 40. Oni-Kill oder sowas und ich hab endlich mal so einen scheiß Rucksack bekommen. Und er hat sogar einen 90er geschmissen. Ja, das war glaube ich eh das erste Mal, dass ich überhaupt über 90 gewürfelt hab. Ja, das stimmt. Aber zurzeit lief es echt gut. Also ich habe die letzten 3 Wochen, glaube ich, jedes Mal ein Item gekriegt. Bin jetzt komplett ausgerüstet. Also Ankiral kann kommen. Das einzige wäre Thunderfree, was noch ein Upgrade wäre, aber sonst. Ja, jetzt, wo du den Rucksack hast, ist alles möglich, ich sag's dir. So, wer Wasser will, soll mich bitte anhandeln. Kannst du das auch machen, PP? Was? Ich heb den Finger. Hinter dir. Kann coolere Sachen. Warte mal. Nein, das ist nicht cooler, das ist cooler. Gott. Warte mal, das ging auch im Schlafen tatsächlich. Ging das nicht irgendwie? Kriegst nicht mehr hin. Ja, du kannst auch sowas machen. Warte mal hier. Achso, der Paladin ist jetzt nochmal weggerannt. Willst du Wasser? Wahrscheinlich, oder? Ja, das ist besseres. 40 Stück, aber wir müssen reichen. Ja, supi. Rot braucht aber keiner, oder? Nee. Erster Heiler, oder? Dann gebe ich dir mal 60. Ich glaube, Tremedor ist der Heiler, oder? Tremedor ist der Heiler. Ah, stimmt, Tremedor halt, ja. Der macht die D. Ja, jetzt, egal, jetzt hat er 60. Ich handle ihn jetzt an und sage mir, er soll mir 20 wiedergeben. Die Rosi ist on fire. Okay. Mir war ein bisschen kalt. Hab gesagt, ich brauche Zeit. Ja, aber wenn ich halt gerade dabei bin, das Ding zu basteln, kann ich nicht 5 Stunden warten, bis ich die Antwort habe zum Baby. So, Damage Meter mal resetten. Guck mal, wie es heute läuft. Mein Arsch brennt. Doch, das würde gehen. Was irgendwann macht es in Ordnung. Ach stimmt, wir haben 2 Paladine. Das muss ja eigentlich, müssen wir alles gewafft kriegen, oder? Eigentlich schon. Segen der Rettung muss man skillen, oder? Ich glaube schon. Oder nee, SDK muss man. Irgendwas musste man noch skillen, nee, oder? Segen der Rettung haben wir gerade gekriegt. SDK musst du, das ist ein Talent. Die anderen kriegst du so. Ah, okay. Du kannst sie dann halt nur verbessern. Mit Talenten. Also ich kann SDK und STB. Oh, sehr cool. Voll bufft. So, welche Rang Intelligenz hast du, Paddy?
3? Rang 3. Okay, dann kannst du mitwaffen. Ich habe auch nur 3. So, dann sind wir vollzählt, dann können wir eigentlich los, oder? Nee, wir müssen noch auf Tumidor kurz. Ja, der steht hinter uns. Was? Ah, da ist er. Ich wink mal. Hallo. Du winkst mal? Perfekt. Kann nur eine Aura aktiv sein in der Gruppe? Nein, können zwei, wenn halt unterschiedliche Auren genannt sind. Würde gehen. Ich habe die Hingabe offen, soll ich eine andere nehmen? Kannst du einfach Geld da dann noch aktivieren? Und der andere macht. Ich glaube, er hatte die Aura der Heiligkeit an, wenn er Vergelter ist. Gut, dann kannst du die Hingabe anlassen. Nee, er hat auch Hingabe an. Raika, servus! Dann fang mal an, tink an. Ich komm noch mit Blizzard nach. Ich habe immerhin 75% Mana. Lohnt sich Blizzard bei 2 Targets? Bei einem Target? Ah cool, mein Damage-Meter zeigt schon mal gar nichts an. Das ist auch schön. Meins zeigt an. Ah, jetzt. Hä? Nach dem Kampf, alles klar. Kannst ruhig mehrere zusammenpullen. Er will nur AOE machen, lass das. Er kommt nicht hinterher, weil jeder Einschlag 50 Damage macht auf jeden Mob. Naja, ich mach 166 normal im Moment. Also brauchst du 3 Mobs, damit es sich überhaupt lohnt. Das stimmt. Boah, ich mach aber 252 Damage. Boah, der Paladin macht aber auch viel Schaden. Ich bin nicht auf Frostbolt geskillt. Boah, der braucht keinen Mana. Macht 250 Damage. Ah, das ist schön hier. Hä, wie? Was? 252. Ja, guck mal meine Ausrüstung an. Ach so, hier, Aktionshaus eingekauft oder was? Nee, selbst geschneidert alles, haha. Ja, wo ist dann. Hallo? Hier? Ausrüsten? Wie wär's damit? Was willst du denn haben? Ja, alle, was du dann auch hast. Ach so? Ja, Logo! Du hast doch schon von mir Hose und das Brustteil. Ich hab halt stimmt. Jetzt noch die Handschuhe und die Handgelenke. Und Schultern habe ich. Genau, Handschuhe habe ich noch kacke und Handgelenke gehen aber eigentlich. Ach so. Habe ich ja die aus Gnom. Ganz ordentlich ranholen. Eine Mana hast du? Ja, fast 2000, warum? Weiß gar nicht. Wenn ich jemals voll bin, kann ich sehen, wie viel Mana ich habe. So. Ding ist auch noch. Achso, 72, dann lohnt sich ja gar nicht. Er muss aber aufpassen, die Bosse sieht mir ja nicht richtig, dass das Bosse sind. Also das sind auch solche Schweinbosse. Ich hab was ganz Böses vergessen zu machen. Was denn? Machen wir jetzt erstmal ganz voll. Können doch Mana Charge machen. Was? Hast du nicht gelernt? Was? Achso, Mana. Ah, hier, Mana Rubine. Ja. Jetzt muss ich trinken. Oh, sie kann es nicht. Wasser? Ich? Mia. Mia hat besseres. Einmal anhandeln. Also, ihr könnt locker so 4-5 zusammenpullen. Das müsst ihr jeder schaffen. Danke dir. Ja. Bitte. Kommt auch ordentlich Damage rein dann. Er darf ja auch AOE machen. Mach doch, aber ich glaube, mein AOE macht mehr Damage, weil ich so gestillt bin. Aggro! Nein, ich muss die aber dann auch schon zusammenziehen lassen und nicht draufhauen, während ich die anderen hole. Das geht nicht. Du musst dir eins aussuchen. Entweder viele Mobs oder Aggro-Verlust. Kostet aber viel zu viel Mana. Musst du auch durchlaufen lassen, ne? Ja, wenn ich geschlagen wäre, ist das schwierig mit durchlaufen lassen. Also ganz doof bin ich Magier übrigens auch nicht.
Oh, ich habe mich heute für Ankeral mal eingelesen, was wir so alles beachten müssen und so weiter. Es wird spaßig, glaube ich. Das weiß ich. Definiere spaßig. Also sagen wir mal so. Was? Die Hündchen am Ende, da tun wir immer gleich 5 Stück auf einmal nehmen. Hündchen? Was? Die Anubisse. Die Riesen. Ah ja. Ja, wenn du das schaffst. Stück, dann nehmen wir 5 Stück auf einmal auf jeden Fall. Ja, Ankiral, also du musst halt, brauchst ein bisschen was an Movement und die Spellen nach wie vor halt höchste Priorität. Zusätzlich ist es halt tatsächlich so, dass du vor allem als CD halt tatsächlich erstmal andere Dinge machen musst, bevor du Schaden machen kannst. Das heißt, die Spellen, dann Slow, nicht Slow-Effekte, sondern Unterbrechungseffekte und Stun-Effekte und danach eigentlich erst Schaden machen darfst. Ich muss mal gucken, ob das jeder dann beherzigt. Weil du kannst dann nicht mehr, du kannst tatsächlich nicht mehr stupide einfach drauftauen auf den Mob. Beim Gelee, also bei den Gelee-haltigen Boss wird das lustig. Viscous? Ich weiß es nicht genau. Moment. Wobei der noch, den finde ich noch relativ einfach. Ich finde tatsächlich die drei Käfer finde ich ein bisschen anspruchsvoller. Also Boss Nummer, optionaler Boss Nummer 2, den wir aber definitiv mitnehmen werden, weil der mega geilen Loot hat. Mhm. Ah, guck mal hier, Level 31, jetzt wird schon interessanter. Alle 5, Rosi. Bestienmeister. Alle 5. Denk dran, hier stehen irgendwo auch Bosse mittendrin, also... Ja, war keiner. Hab ich geguckt. Nee. Ja, ich meine nur. Ja, das dann heißt, ja, ich pull mal das und den Boss und noch irgendwas zusätzlich, dann wipe mir. Mit ziemlicher Sicherheit. Wieso werde ich schon wieder... Immer bin ich der mit Aggro. Ich hab Aggro? Wenn? Ich hab schon über 3k Damage. Was hier, aber nicht die Aggro. Na komm, noch eine Putt. Kannst ruhig nehmen. Ah. Ohm. Einmal ein Lied gemacht. Na, so machst du es immer schön. Schön viele. Sau Ohm. Hä? Wo bin ich denn Ohm? 10% Mana, das ist Ohm. Ja, ich bin auch fast leer. Ja. Droppt nur Kackzeug. Was macht denn der Magier? Wieso bin ich im DMG oben? Hä? Wo bist du oben? Im Damage-Meter? Ich stehe ganz oben. 17,7k. Wie viel Ks? Ich stehe ganz oben mit 5,7 und dann kommt. Ich hab das vorher nicht resettet. Alles dann kommst du mir mit 4,1 bei mir. Nee, schau in den Stream, du hast 14,7 insgesamt Schaden. Nicht gerade eben. Ja, nicht insgesamt. Natürlich ich insgesamt. Wenn dann zieh die Insgesamtleistung. Kannst du ja nicht sagen, ich bin bei einem Mob, hau ich alles raus, was ich habe und danach gehe ich schlafen. Kräuterchen. Achso, ist noch jemand Kräuterkunde? Nö, oder? Nö. Also da es zumindest keiner abbauen möchte, kümmere ich mich mal drum. Hau rein. Kümmere ich mal drum. Ah, man merkt, dass Beinungen nicht da sind. Mit Chat ist sehr wenig los. Frecher Frodo, guten Abend. So, hier links ist der erste Boss, das ist der mit Boss mit den Schweinen. Wenn das hier auch so ist. Ich kenn's, wie gesagt, nur aus Retail, aber es müsste ja ungefähr gleich sein. Kann der? Schweine. Da kommen Schweine angerannt. Das ist gut. Die Grund kann okay. Er bestimmen. Ich habe aber angekündigt, dass ich heute stiller bin. Alles gut. Reuterkunde 172. Ah, geht noch was. Aber ich bin froh, dass ich mittlerweile Feuerblüten abbauen kann. Na, no, die sind was wert. Zwei Gold, glaube ich, im Moment. 2 bis 3 Gold.
Das lohnt sich. Ist Willenskraft ist besser als Ausdauer. Frage. Bei dir ja, aber wenn du AOE, dann ist Intelligenz und Ausdauer. Richtig. AOE. Aber du machst. Ja, ich nehme mal Bedarf. Du machst aber Single Damage, weil du auch so geskillt bist. Also ist für dich das besser. Ja, weil dann kann ich die 5 Ausdauer einstellen. Ich sollte ja eh. Normalerweise sollte ein Magier keinen Schaden kriegen. Deswegen opfer ich mal die Ausdauer. So, anlegen. Und rechts ist dann, glaube ich, schon auch ein Boss. Also, erstmal links. Also hier hoch. Hier sind Dings. Unsichtbare. Krieg gar nicht mehr die Akku von Rosi. Gut. Er ist schlecht. War das jetzt ein Lob oder war das eine Beschwerde? Das war ein Lob an dich, eine Beschwerde an mich selbst. Ich hoffe, die Bosse, also wie gesagt, ich kenn's halt nur aus Retail, aber ich glaube, dass die Bosse ungefähr gleich stehen. So, besser als gar nichts zu wissen von dem her. Trimodor hat gepult. Wo? Den habe ich gar nicht gesehen hinter mir. Totemiker! Nicht schlimm. Scheint laufen die. Wäre in der Hütte drin gewesen, hätte jetzt nicht gepult, aber ich glaube, der ist kurz rausgegangen. Ach, solange es 1-2 Mobs sind. Ein Thema. Es war nur einer, also. OOM. Ach ja. Also ich muss sagen, Krieger hat seine Vorteile, Krieger hat auch seine Nachteile. Aber der größte Nachteil der Magier ist das Mana. Mach einen Mana-Stein jetzt. So. Ja, ich brauche erstmal Mana, um überhaupt Mana-Steine machen zu können. Das ist ja das Problem. Das stimmt. Kostet nur 530 Mana. Ja, das ist ein Viertel ungefähr von dem, was ich wahrscheinlich habe. Ja, irgendwas mit 2800 oder 3000 müsste ich haben. Ah, 2900 habe ich. Freue mich. Was hast du denn? 1600, 1700. Ja, jetzt, gut, aber du bist ja. Ja, gut, als Healer, ja, aber sonst brauchst du als Paladin DD oder sowas, brauchst du ja gar kein Mana. Also wenig Mana. Nicht viel, nee, ist richtig. Ich habe mal gar nicht angeguckt, was hier für Items übrigens droppen. Der Endboss droppt einen Stab. Oh! Ich hab noch meinen Westfall-Stab. Vielleicht kriege ich den endlich mal abgelegt. Noch aus den Todesminen. Lang ist her. Schultern droppt was Schönes. Ist das dann davor. Das müsste der erste. Nee, Bestienrufer? Kann doch sein, dass. Ist hier gar kein Boss mehr? Oder kommt der erst? Gleich. Aber es hat zumindest keiner, also von euch weiß auch keiner, wie die Instanz funktioniert, oder? Nicht wirklich. Okay. Doch, der Paladin hat... Dort. Ach, da hinten. Ah, sehr schön. Weil der Paladin hat auch nichts gesagt, deswegen nehme ich mal an, das wird schon irgendwie halbwegs hinkommen. Wie hieß er? Ach, Argem Dornfluch. Ein Dolch. Ganz toll. Vor allem, der droppt einen weißen Dolch und mehr droppt er nicht. Das ist ja auch... Super Loot. Oh, Mana. Mana. Beep, 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 beep. Mana. Party. Beep, 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 beep. Solange sowas ist, kein Problem. Rosi, was? Ich glaube, ich habe noch nie eine Instanz geschafft, wo ich jemals 100% Mana hatte.
Ah, guck mal, der hat irgendwas hat er getan. Ach, hier, Ebergeist. 200 Leben, Gottes Willen. Ist ja niedlich. Jetzt haben sie ein bisschen arg einfach, kann das sein? Ich glaube auch, dass sie etwas zu heiß sind, ja. Willenskraft und Ausdauer. Ja gut, aber wir haben immer dann die Instanz mal gesehen. Ich habe sie tatsächlich als Krieger halt auch komplett ignoriert. Ich war nur ein einziges Mal dann, glaube ich. Irgendwas musste ich holen hier. Krieger? Ah, stimmt, es gibt eine Krieger-Quest, die habe ich halt sogar ausgelassen, weil es gab, glaube ich, ein Schwert oder ein Schild, irgendwas, was aber gar nicht so Bombe war. Naja. Müssen wir jetzt hier hinter oder geradeaus? Eine Minute. Bodenrüttler von Ratzhofen. Rechts ist auf jeden Fall auch einer. Ja, das ist der Bodenrüttler von Ratzhofen. Der Bodenrüttler. Ja, der Bodenrüttler. Der Bodenrüttler. Der Bodenrüttler. Da guckst du, ne? Alva Bipsch. Ja, der heißt wirklich so. Ja, Bodenrüttler. Ey! Die Weinsorte so ein bisschen. Die könnten kicken. Ah, und die Haie. Hast du Gegenzauber in der Leiste? Hä? Ja, du bist gemeint. Ja, hab ich. Und du? Ja, selbstverständlich. Heißt ja nicht Leroy. Hast du auch schon eingesetzt? Nee, noch nicht. Ich habe noch keinen Castball gesehen. Ich hab's nicht schon gemacht. Ja, du warst schneller als ich. Aha. Muss ich ihn denn Schutz nehmen? Das war nicht gegen Zauber, es war Fluch entfallen. Ach, ich wollte mir doch mal Dekorsiv holen, glaube ich. Muss ich auch mal machen. Das Problem ist, wenn du klassische spezielle Add-ons brauchst. Oh, kleinen Moment.